Ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich bin immer noch Torben von Flowy Apps. Ich habe ja gerade uns schon mal ganz, ganz kurz vorgestellt. Nochmal, wie gesagt, wir sind ein kleines Startup hier aus Kiel um die Ecke von der anderen Seite der Uni. Und heute rede ich eben über unser Open-Source-Projekt Reds. Und ich habe es zwar gerade schon ganz kurz so ein bisschen minimal angerissen, aber die Frage steht wahrscheinlich immer noch im Raum, was ist eigentlich Reds? Und um das zu erklären, muss ich ganz kurz mal so ein bisschen darauf eingehen, wie das heutzutage ist mit dem Speichern im Internet, auch wenn ihr das wahrscheinlich alle kennt, aber es ist wahrscheinlich ganz gut als Aufhänger so. Also heutzutage ist es ja halt immer so, dass irgendwie Apps, Web-Apps im Internet bereitgestellt werden von den jeweiligen Entwicklern. Und wenn ein Nutzer anfängt, diese App zu benutzen, dann ist es in der Regel so, dass die Daten auf dem Server des jeweiligen Anbieters gespeichert werden. Das heißt, der Anbieter selber hat, wenn da nicht irgendeine Verschlüsselung eingebaut wurde, in der Regel vollen Zugriff auf sämtliche Daten. Kann mit denen also theoretisch machen, was er will. Die Nutzer müssen dem Anbieter quasi einfach vertrauen. Und ja, dass dieses Vertrauen missbraucht wird, wissen wir ja mittlerweile, dass die Anbieter das ausnutzen, ist irgendwie klar. Und dass dritte Parteien, also irgendwelche Geheimdienste oder sonstige andere Parteien, da womöglich auch noch Zugriff drauf haben, ist ja mittlerweile auch schon oft genug irgendwie in den News aufgetaucht. Insofern ist dieses ganze, die heutige Lösung, wie das im Internet läuft, eigentlich nicht so wirklich die beste. Und deswegen haben wir dann versucht, da einen anderen alternativen Ansatz zu fahren. Und bei uns ist es halt eben so, dass man seine eigene Cloud aufbauen kann. Das kann zum Beispiel ein NAS-System sein, was man bei sich zu Hause stehen hat. Oder vielleicht, wenn man eine Firma ist, die eigene IT-Infrastruktur oder der Server von einem Freund, wenn man selber keine Ahnung hat von IT, aber jemanden kennt, dem man vertraut. Man kann also verschiedene Stellen nutzen, wo man seine Daten speichern möchte. Gleichzeitig muss man sich aber nicht um die ganze Administration dieser Server kümmern, wo die Anwendungen drauf laufen, weil die Anwendung selbst weiterhin ganz normal als Web-App zur Verfügung gestellt wird, also auf dem Server des jeweiligen Anbieters läuft. Damit halt die ganzen Daten dann nicht irgendwie sozusagen während des Transfers abgegriffen werden können, werden die verschlüsselt, bevor sie den Browser verlassen. Und werden dann erst, wenn sie auf dem jeweiligen Datenspeicherpunkt angekommen sind, wieder entschlüsselt und dort gespeichert. Die entschlüsselte Speicherung hat ein paar Vorteile. Zum einen können dadurch die Daten auf der Serverseite durchsucht werden. Das heißt, wenn man große Datensätze hat und nur einen kleinen Teil braucht, kann man zum Beispiel eine Volltextsuche auf dem Server machen und nur die Sachen rüberschicken, die man braucht. Wenn es komplett verschlüsselt wäre, müsste man halt den kompletten Datensatz rüberschicken und könnte es dann erst auf der kleinen Seite entschlüsseln. Andere Möglichkeiten sind, dass man die Daten dann zum Beispiel im eigenen Intranet weiterverwenden kann und an Intranet-Dienste irgendwie weitergeben kann und dort noch andere Sachen damit machen kann. Also man ist halt einfach freier mit seinen Daten, wenn die unverschlüsselt irgendwo gespeichert werden. Der Transfer, wie gesagt, ist verschlüsselt. Dadurch haben halt dann der Anbieter selber und die dritten Parteien keinen Zugriff auf die Daten. Das ist so die Grundidee von Reds, die wir versuchen umzusetzen. Ja, genau, was macht Reds jetzt eigentlich anders? Also warum ist das überhaupt möglich, dass man sozusagen seine Daten getrennt speichern kann? Da fange ich jetzt auch einfach auch mal wieder an, von dem Status quo quasi, wie das heutzutage ist. Heutzutage ist es ja meist so, dass man irgendwo einen Webserver hat, auf dem der Code platziert ist. Das Programm wird im Wesentlichen da ausgeführt, also viele Sachen werden ja serverseitig berechnet. Die Datenbank befindet sich auch auf diesem Webserver, ist also quasi alles in einer Hand. Also jetzt nicht physikalisch ein Webserver, aber halt zumindest alles an einem Ort bei dem Anbieter. Und der Browser, bei uns im Reds-Jargon haben wir den Leaf genannt, also das Blatt, quasi jetzt Ende der ganzen Kommunikationskette. Also im Browser findet eigentlich nur die Visualisierung statt und vielleicht die Interaktion mit dem Nutzer, der dann entsprechende Befehle an den Server schickt und dadurch die Daten manipuliert. Ja, um jetzt sozusagen von diesem klassischen Ansatz zum Reds-Konzept zu kommen, sind im Prinzip drei Schritte notwendig. Der erste Schritt ist erstmal, dass die eigentliche Ausführung auf dem Leaf läuft. Man hat also nicht mehr so eine Fat-Server-Thin-Client-Architektur, sondern eher eine Fat-Client-Thin-Server-Architektur, wo der Server in erster Linie die Daten bereitstellt, aber die eigentliche Verarbeitung auf der Client-Seite stattfindet. Das ist sozusagen der erste wichtige Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man nochmal den Code und die Datenbank quasi ein bisschen trennt und das nicht alles in einem verwustet ist, sondern halt letzten Endes, es gibt einen spezialisierten Server, der sozusagen die Datenspeicherung übernimmt und dann gibt es halt noch irgendwo den Webserver, der eigentlich nur noch den Code bereitstellt, der dann im Browser meistens in Form von JavaScript ausgeführt wird. Der nächste Schritt, der jetzt eigentlich der wichtigste ist, weil momentan ist es ja so, die Datenbank liegt immer noch komplett beim Anbieter, ist halt, dass man diese Datenbank nochmal so ein bisschen splittet und zwar zum einen in die Relation, also die Verbindung zwischen den einzelnen Datensätzen und den Informationen, also die eigentlichen Inhalte der Datensätze. Das kann zum Beispiel, also um das mal ein bisschen zu erläutern, man hat vielleicht ein Adressbuch, da steht dann irgendwie, was ich, meine persönlichen Adressen, das wäre dann der Titel des Adressbuchs und da ist halt vielleicht ein Kontakt drin, was ich, meine Mutter, E-Mail-Adresse, mama@web.de. So,
Das sind sozusagen die Inhalte, dieser Titel und die E-Mail-Adresse und der Name. Die würden halt in dem Fall dann auf diesem Pod gespeichert werden. Und die Relation, also vielleicht zum Beispiel hat das Adressbuch mit dem, also hat das entsprechende Adressbuch die ID 23 und der Kontakt hat, was ich, ID 5 oder sowas, und dann ist halt auf dem Node nur gespeichert, dass Kontakt 25 in Adressbuch 23, Kontakt 5 in Adressbuch 23 liegt. Das ist quasi so das, was noch dem Node bekannt ist, aber der kennt halt die Inhalte nicht mehr, da weiß nur die Relation dazwischen. Dass die Relation weiterhin auf diesem Node gespeichert werden, hat den Vorteil, dass man zum Beispiel auch Datensätze miteinander kombinieren kann, die an verschiedenen Speicherpunkten gespeichert sind. Vielleicht Teile sind auf dem Speicher von deinem Freund gespeichert, Teile bei dir zu Hause. Und trotzdem kannst du Verknüpfungen anstellen und Relationen zwischen den Datensätzen herstellen, die sonst, wenn die komplett separat irgendwo gespeichert werden, nur schwer möglich sind. Und dann im dritten Schritt hat man, oder das war der dritte Schritt, und jetzt final kann man eigentlich diesen Webserver, der eigentlich nur den Code bereitstellt, so ein bisschen ausblenden und hat dann so einen Dreiklang, nenne ich es mal so ein bisschen, wo halt zum einen der Leaf ist, also der Browser, der die Ausführung übernimmt und die Datenvisualisierung. Dann hat man den Node, der sozusagen die Relation speichert, und man hat den Pod, der die Information speichert, also die eigentlich kritischen Sachen. Das ist so die Grundidee, wie das Ganze aufgebaut ist bei REDS, also der Vergleich zwischen Web 2.0 und REDS. Ja, wie läuft jetzt die Kommunikation im Einzelnen ab? Also wie schickt man tatsächlich, was passiert tatsächlich, wenn man eine Anfrage von diesem Leaf zu dem Node schickt, zum Pod schickt? Das Ganze läuft halt so ab, dass, wie gesagt, auf dem Leaf wird dieses Programm ausgeführt. Also in dem Fall heißt das dann, es wird eine Webseite aufgerufen, wo dann ja irgendwie meistens JavaScript-Code drin ist, der dann sozusagen ausgeführt wird. Dann drückt der Nutzer meinetwegen auf den Button, die Anfrage wird abgesendet. Und wie die Anfrage aussieht, können wir später nochmal sehen. Da gehe ich nachher drauf ein, wie der Code tatsächlich dafür aussieht. Aber es wird zumindest eine Anfrage rausgeschickt, was ich hole mir Adressbuch 23, die Information zu Adressbuch 23 beispielsweise. Diese Anfrage wird dann im Browser noch verschlüsselt und signiert, an den Node geschickt. Der guckt eigentlich nur nach, sozusagen, auf welchem Pod diese Daten gespeichert sind. Pods sind die Datenspeicher. Und leitet die Anfrage weiter. Mehr macht er gar nicht. Und auf dem Pod wird dann die Signatur verifiziert, die Anfrage entschlüsselt. Es werden die Zugriffsrechte überprüft und die Anfrage verarbeitet, sofern das alles irgendwie seine Richtigkeit hat. Und dann wird eine Antwort generiert, die dann auch wieder verschlüsselt und signiert wird und über den Node zurück an den Leaf geleitet wird. Und da wird das Ganze dann wieder verifiziert, entschlüsselt und jedenfalls die Antwort verarbeitet und die Datenvisualisierung wird aktualisiert. Relativ einfacher Aufbau, über drei Schritte halt. Wenn man sich das mal anguckt, ist es eigentlich so, die Kernaufgaben sind halt beim Leaf wieder die Programmausführung und die Datenverarbeitung. Bei dem Node das Routing, also der ist relativ leichtgewichtig gebaut, der hat relativ wenig Aufgaben, was auch recht interessant oder recht gut ist oder recht geschickt ist, weil der Node im Prinzip der Flaschenhals ist. Da laufen ja sämtliche Verbindungen zusammen und dann wird es wieder verteilt. Das heißt, die eigentliche Rechenlast wird verteilt auf die entsprechenden Leaves und Pods, also auf viele Nutzer. Und der eigentliche Server arbeitet ganz minimalistisch und hat nur ganz wenige Aufgaben und kann dadurch auch recht leicht gewichtig gehalten werden und muss nicht so riesig werden wie vielleicht bei herkömmlichen Webanwendungen. Jetzt können wir uns mal kurz gucken, wie die eigentliche Informationsverteilung ist, was diese Kryptoschlüssel und solche Sachen angeht. Da ist es halt so, dass es zunächst, jeder Nutzer muss sich ja irgendwie anmelden, also gibt es gewisse Accountschlüssel und solche Sachen. Da ist es so, dass der Leaf, dem ist der Account-Alias bekannt, das ist halt eine Hash aus dem Nutzernamen und dem Passwort, was sozusagen dann auch an den Node geliefert wird. Das heißt, der Node selber weiß nicht, wer tatsächlich der Nutzer ist, also der kann nicht mal den Nutzernamen klar lesen. Dann gibt es den Account-Key und das Account-Secret. Der Key wird für die Authentifizierung des Accounts am Node verwendet. Und das Secret ist im Prinzip auch ein ganz normaler Schlüssel, der wird für die Verschlüsselung des Keyrings benutzt, mit dem dann weitere Schlüssel, also in dem weitere Schlüssel gespeichert sind. Alle drei Sachen werden im Prinzip zumindest der Key und das Secret werden aus dem Passwort und dem Salt errechnet. Das heißt, es ist schon relativ essentiell, dass man sicheres Passwort wählt. Davon ist es abhängig, wie sicher letztendlich die Gesamtverschlüsselung ist. Wenn man da ein Wortpasswort nimmt, ist natürlich eine Brute Force-Attacke möglich. Da versuchen wir die Leute davon zu überzeugen, dass sie halt entsprechende Passwortmanager nutzen, wo halt entsprechende zufallsgenerierte Passwörter verwendet werden, sodass halt da eine entsprechende Sicherheit möglich ist.
da gibt es ja auch mittlerweile andere Möglichkeiten, dass man über irgendwelche Tokens, USB oder so, vielleicht gibt es ja nachher noch interessante Vorträge, entsprechend sichere Passwörter generieren kann, die dann auch die nötige Sicherheit darstellen, damit man halt damit vernünftig verschlüsseln kann. Ja, genau, das ist sozusagen das, was auf dem Leaf sozusagen aus dem Passwort und dem Nutzernamen generiert wird. Der Nutzer-Alias, wie gesagt, ist auf dem Node bekannt. Der Key, hatte ich ja auch schon erwähnt, wird genutzt, um sozusagen den Nutzer beim Leaf, also beim Anbieter, anzumelden. Da man eine ganze Reihe weitere Tickets sozusagen benötigt, das sind dann sozusagen die Zugriffsrechte auf die einzelnen Datensätze, die es tatsächlich vielleicht gibt, ist halt noch ein Keyring vonnöten, der halt sozusagen diese anderen ganzen Keys speichert. Der ist halt auf dem Leaf nachher im Klartext bekannt, weil der sozusagen den entschlüsseln kann. Für die Zeit, wo der Nutzer nicht angemeldet ist, wird der halt verschlüsselt auf dem Node gespeichert, sodass der halt der Node auch nicht drauf zugreifen kann. Und ja, auf dem Pod selber sind halt auch nur diese Ticket-Keys bekannt. Und später Stream-Keys, das sind halt temporäre Keys, die halt nur für einen ganz kurzen Zeitraum genutzt werden, um tatsächlich Daten zu übertragen, sodass da auch eine Perfect Forward Secrecy sichergestellt ist. Wenn jemand jetzt hier dazu noch irgendwie weitere Fragen hat, wo alles einzeln gespeichert wird, können wir da später vielleicht wahrscheinlich eher im Einzelnen drauf eingehen, weil ich glaube, das würde jetzt zu sehr den Rahmen sprengen. Wir haben auf Eiffel auch das gesamte Verschlüsselungskonzept schon also online gestellt, das kann man auch auf GitHub runterladen, also die gesamten Protokoll definieren und so. Es gab auch schon mal eine Review darüber von einem Studenten hier aus Kiel, der halt seine Masterarbeit in Kryptographie drüber geschrieben hat. Also im Wesentlichen scheint das Ganze einigermaßen sicher zu sein. Wir hoffen, dass dass je mehr Leute drüber gucken, dass sich das bestätigt. Naja gut, so viel erstmal zu der ganzen Theorie, was eigentlich das REDS-Konzept ist. Jetzt geht es ein bisschen konkreter darum, was eigentlich REDS.io ist, weil das Ganze soll auch irgendwie genutzt werden können. Und da haben wir eben REDS.io entwickelt. REDS.io ist ein Framework, mit dem man halt eben entsprechende Anwendungen entwickeln kann. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie das REDS.io quasi den Nutzer, also den Browser mehr oder weniger, die eigentliche Anwendung beim Anbieter und den Speicherpunkt, der wieder auf Nutzerseite liegt, miteinander verbindet und die gesamte Kommunikation dazwischen bereits vorimplementiert hat, sodass man da als Entwickler sich nicht mehr drum kümmern muss. Bisschen konkreter sieht das dann so aus, dass man, das sind wieder die drei Punkte, der Leaf, der Node und der Pod halt, dass man sozusagen auf der Leaf-Seite die Anwendung im Prinzip selber entwickelt, aber halt so ein Leaf-Modul einbindet, was dann die entsprechende API zur Verfügung stellt. Da kann man dann modular auch verschiedene Krypto-Facilities einbinden, also quasi verschiedene Kryptosysteme je nach so Plugin-artig einfügen, nachdem was man da halt gerade für Anforderungen hat. Bei dem Node-Server selber, der wird da komplett durchs Framework bereits fertig, also ist zur Verfügung gestellt. Da ist es auch möglich, verschiedene Kryptosysteme einzubinden. Außerdem ist es möglich, verschiedene Storage-Facilities zu verwenden. Das sind dann Anbindungen an Speichersysteme. Momentan gibt es da vor allem PostgreSQL, aber das wird erweitert in andere Sachen. Und der Pod-Server sieht ähnlich aus, ist auch schon komplett durch das Framework abgebildet, sodass man den eigentlich nur noch starten muss. Und auch der arbeitet modular mit verschiedenen Kryptosystemen oder Storage-Facilities. Ja, mal ein bisschen konkreter vielleicht jetzt, wie der Code tatsächlich aussieht, wie man damit arbeitet. Und das Praktische dabei ist, dass man eigentlich nicht viel auf dem Backend mehr arbeiten muss. Man muss da eigentlich nur noch den entsprechenden Node-Server und den Pod-Server starten, wenn man dann die Entwicklung starten will. Und kann alles Weitere komplett auf der Frontend-Seite machen. Also wenn man das hier sieht, im oberen Bereich wird zunächst ein neuer so ein Leaf-Client erzeugt, der dann sozusagen die entsprechenden Schnittstellen bereitstellt. Da sieht man schon, da wird die URL des Node-Servers angegeben. Das mit dem Ausrufezeichen ist jetzt mehr oder weniger ein Zufall. Das ist nicht gezwungenermaßen. Man kann jede x-beliebige URL da nehmen. Kann theoretisch auch auf einem anderen Server liegen, wenn man Cores entsprechend konfiguriert hat. Und dann kann man eben, der zweite Parameter zeigt schon, man kann halt verschiedene Krypto-Module einbinden. In dem Fall ist es jetzt ein Krypto-Modul, was insgesamt intern 256 Bitkeys verwendet, mit AES-128 CDA verschlüsselt. Also die Daten werden mit AES-128 in dem Fall verschlüsselt. Als normaler Hash-Algorithmus und für die HMAX wird halt SHA-256 verwendet. Für die komplizierteren oder für die Hash-Algorithmen, die halt sozusagen, oder die Hashes, die halt ein bisschen mehr Rechenpower benötigen sollen, damit die nicht einfach brute-forced werden können, benutzen wir PBKDF2 momentan. Da ist auch die Überlegung, dass es da demnächst hoffentlich irgendwie ein Kryptomodul gibt, was Script, also S-Script, verwendet.
diese PBK-DF2-Sachen werden zum Beispiel verwendet, um halt aus dem Salt, dem Nutzernamen und dem Passwort, dann zum Beispiel den Account-Key zu errechnen. Schlüsselaustausch läuft halt über Elliptic-Curve Diffie-Hellman, falls einem das was sagt, mit der entsprechenden Kurve hier. Falls das jetzt einem was sagt, das ist halt auch keine typische NIST-Kurve, die ein paar Schwachstellen hat, sondern eine Kurve, die halt ein bisschen sicherer ist. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Wenn jemand Fragen hat, können wir das später erklären. Ganz interessant vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nutzer-Account anlegen will, ist das einfach nur ein ganz normaler Funktionsaufruf. Man benutzt einfach nur Leave Create Account, wie man da sieht, gibt einen Namen, Passwort an, dann wird sozusagen der entsprechende Account angelegt, man kriegt eine Callback-Funktion, die dann im Normalfall vielleicht noch den Namen des Nutzers wieder zurücknimmt, aber eigentlich ist das alles, was man machen muss, um einen neuen Nutzer-Account anzulegen. Und ähnlich einfach läuft es halt auch ab, wenn man Nutzer-Login machen will oder sowas. Man sagt halt einfach Leave Login, Name, Passwort. Das kommt dann zum Beispiel aus irgendeinem HTML-Formular oder so. Und danach ist der Nutzer halt angemeldet und kann danach Datenoperationen durchführen. Logout läuft genauso ab, noch einfacher sogar, weil man nicht mal Name und Passwort angeben muss. Also sehr simpel. Und die ganzen Datenoperationen sind auch ähnlich einfach. Was man da oben sieht, ist halt zum Beispiel eine Abfrage. Zum Beispiel werden da, glaube ich, genau, da werden alle Adressbücher abgefragt, die man so gerade gespeichert hat. Man sieht halt dieses Resolve and Read Entities. Also Entities sind immer Datensätze im Red-Jargon. Und man sieht halt über so eine Art Pfad wird halt abgefragt, was man da alles sich holen will, also alle Adressbücher. Und kriegt auch eine Callback-Funktion zurück, die dann ein Array beinhaltet, wo halt sämtliche Adressbücher drin sind, die einem gehören. Und alles Weitere wird halt intern durch das Framework geregelt. Man muss sich als Entwickler also nicht mit der ganzen Verschlüsselung oder sonstigen Sachen auseinandersetzen. Das ist alles schon im Framework drin. Das Lesen kann auch entsprechend komplexer werden. Also wenn man Relationen zwischen entsprechenden Anwendungen abbilden will, ist es hier zum Beispiel so, im zweiten Beispiel, dass halt alle Kontakte aus einem bestimmten Adressbuch mit einer bestimmten ID halt ausgelesen werden sollen. Man sieht, im Prinzip ist der Aufruf ähnlich wie der davor, nur dass halt der Pfad, der da angegeben ist, entsprechend tiefer ist. Und man sieht, oder es ist halt im Prinzip so, dass die Datensätze so ein bisschen wie in einem Dateisystem organisiert werden. Man kann halt das entsprechend tiefer schachteln. Man kann auch ein Datensatz kann auch mehrere sozusagen Eltern-Datensätze haben, sodass man auch komplexere Sachen abbilden kann. Kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie symbolische Links in einem Dateisystem. Also es ist eigentlich relativ eingängig, damit zu arbeiten. Und wir verbessern das kontinuierlich immer weiter, sodass man da später auch noch komplexere Sachen machen kann mit entsprechenden Filtern und solche Sachen. Speichern läuft ähnlich ab wie das Abrufen. Das ist auch nur ein einfacher Funktionsaufruf, wo angegeben wird, welcher Datensatz aktualisiert werden soll. Man übergibt die Daten mit, also das ist sozusagen dieser mittlere Teil, kriegt auch wieder ein Callback und das war's. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel, damit zu arbeiten. Und man muss sich vor allen Dingen nicht mehr um diesen kompletten um den Backend kümmern. Das ist halt eine komplette No-Backend-Lösung, sodass man sich da viel Arbeit sparen kann. So viel mal so zu dem Überblick. Jetzt mal kurz nochmal gesagt, was wir so bis jetzt alles geschafft haben. Wir haben halt diese ganze Protokolldefinition geschrieben. Wie gesagt, das ist momentan irgendwie ein Dokument mit ungefähr 50 Seiten, wo das komplett ausgearbeitet ist. Die Basis war meine Bachelor-Thesis, die ich irgendwie 2012 geschrieben habe. Und das ist danach kontinuierlich immer weiter verbessert und aktualisiert worden. Und eben auch das Feedback aus den jeweiligen Reviews und so ist reingeflossen und von auch Leuten außerhalb der Review, die uns irgendwie auf Sachen aufmerksam gemacht haben. Was momentan fertig ist, ist eben diese Ajax-basierte Leaf-API, die ich gerade gezeigt habe. Ist momentan leider nur Ajax-basiert. Wir arbeiten aber daran, dass es dann auch bald mit WebSockets da funktioniert. Die PostgreSQL Storage Facility ist fertig, also man kann es schon relativ problemlos auf der Serverseite an PostgreSQL-Server anbinden. Wir haben Crypto-Facilities, einmal für SJCL, also die Standard JavaScript Crypto Library, die halt auf Browserseite verwendet wird und auf Serverseite wird halt dann, werden die Standard Node.js-Aufrufe verwendet, die dann letzten Endes auf OpenSSL das Ganze abbilden. Die grundlegende Dokumentation ist fertig, also wir haben das in GitHub, in dem entsprechenden Wiki dokumentiert. Es gab die erste Security Review letztes Jahr, die halt durchgegangen ist, wo auch ein paar Sachen gefunden wurden, die wir dann entsprechend gefixt haben, sodass das zumindest jetzt aus der Review keine Fehler mehr irgendwie offen sind. Aber trotzdem haben wir natürlich uns viel Arbeit gemacht und irgendwie mindestens 100 wunderschöne Boxen uns noch ausgesucht, die wir da irgendwie irgendwo eingebaut haben, die wir jetzt noch in Zukunft fixen müssen. Und wahrscheinlich sind es sogar noch mehr Bugs als diese 100. Also es gibt immer noch viel zu tun, aber wir haben schon einen ganz guten Fortschritt gemacht und auf alle Fälle ist
das Framework schon so weit, dass es in kleineren Projekten verwendet werden kann. Wir benutzen das selber für unsere Basisanwendung, die wir jetzt entwickeln, um halt zu zeigen, dass das, also quasi ein Proof of Concept zu liefern. Es gibt halt schon eine kleine Notizzettel-App, die damit arbeitet. Das ist flowynotes.com, die das zum Beispiel im Hintergrund schon mal verwendet. Also man kann das mittlerweile tatsächlich für die Entwicklung verwenden. Trotzdem gibt es, wie gesagt, noch viel zu tun. Zum Beispiel, wie gesagt, was ich gerade angesprochen hatte, diese WebSocket-basierte Leaf-API soll noch gerne fertig werden, damit man halt auch Echtzeitaktualisierung kriegt, wenn vielleicht ein Kollege an dem Datensatz was geändert hat, weil es auch relativ problemlos damit möglich ist, Daten zu teilen und gemeinsam an Datensätzen zu arbeiten. Dann würde ich sehr gerne bald eine SQLite-Storage-Facility fertig bauen, weil ich das ganz gut finde, wenn wir da irgendwie ja auch ein paar andere Datenbank-Backends mal unterstützen. Dann würde ich gerne also eine Salt-Crypto-Facility bauen. Salt, also NACL, ist halt eine relativ bekannte Crypto-Facility, die jetzt auch auf JavaScript portiert wurde, noch ein bisschen performanter ist und vor allem modernere Algorithmen noch verwendet. Das ist ein ganz, eins sozusagen meiner Herzensprojekte, das würde ich ganz gerne machen. Denn insgesamt die Performance noch verbessern, also die Performance ist okay, aber gerade bei großen Dateien, die verschickt werden, kann da noch viel gemacht werden, also da sind wir auch bald dran oder sind wir jetzt gerade dran, das zu verbessern. Dokumentation kann natürlich immer ergänzt werden. Wir würden gerne eine zweite Security Review dieses Jahr noch starten, also wenn da jemand ein entsprechendes Know-how hat, kann er gerne zu mir kommen und wir besprechen das, weil wir auf alle Fälle immer gerne irgendwie Leute brauchen, die sich das angucken, weil, also ich habe zwar eine gewisse Ahnung davon, aber jeder macht Fehler und je mehr Augen drüber gucken, desto besser. Und ja, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich ungefähr noch 1000 Bugs zu beheben, die, von denen wir jetzt wahrscheinlich bis jetzt 900 noch gar nicht kennen. Also es gibt noch viel zu tun und deswegen wollen wir das eigentlich auch nicht alleine machen. Wie gesagt, das ganze Projekt ist komplett Open Source. Also wir haben eigentlich versucht, alles offen zu legen, was wir haben. Alles ist auf GitHub zu finden, gibt es gleich auch noch den Link auf der nächsten Folie. Das Ganze lizenziert ist das unter der AGPL, also unter der Affero License. Das ist quasi die GPL, nur noch erweitert auf Webdienste, sodass die dafür gut funktioniert. Das ist aber auch eine offizielle GNU-Lizenz, glaube ich, mittlerweile tatsächlich. Ja, und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, irgendwie sich weiter zu informieren oder mitarbeiten will, kann er direkt irgendwie vielleicht auf GitHub gucken oder wenn er auf dem Laufenden bleiben will, Facebook, Twitter, Flowy Apps ist unsere Homepage oder reds.io ist die Homepage direkt vom Framework, da kann man auch aufgehen. Wir sind, ja, also jeder Input ist für uns Gold wert und ja, wir freuen uns einfach über jeden, der irgendwie mitarbeitet oder Feedback gibt. Und das war's erstmal. Danke. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ist noch Zeit für Fragen? 5 Minuten, also wenn jemand noch Fragen hat. Ja, fang an. Vielleicht mal eine Kryptofrage. Angenommen, ich habe einen User, der hat mehrere Leaves. Wie managt ihr das? Die Leaves untereinander benutzen eigentlich, also wo siehst du da das Problem gerade? Also, ja, wenn ich einen neuen Leaf anlege, habe ich noch einen neuen Schlüssel. Ach so, ja, also du meinst quasi, du hast mehrere Accounts, das meinst du. Ich dachte, ach so, das ist eigentlich prinzipiell kein Problem. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht genau, wo da Problem entstehen könnte, weil eigentlich, der meldet sich halt beim Server an, authentifiziert sich. Also ihr nehmt nur den Username des Passwort als... Genau. Ja, genau, das ist einer der Haken an der ganzen Geschichte bei diesem Alias. Wir können halt nur den Nutzernamen des Passwort momentan nehmen, weil alles Weitere halt... ja, eben zu variabel ist, als dass man da sozusagen mit mehreren Leaves dann sich anmelden könnte. Nachher später, also für die das wird aber auch nur für diesen Alias verwendet, diese Kombination Nutzername, Passwort. Alle weiteren, die eigentlichen Keys werden dann immer aus dem Nutzernamen, Passwort und einem Salt, was halt dann entsprechend gesendet wird, errechnet, sodass da halt eine andere, größere Varianz noch drin ist. Und Passwort ändern kann ich dann auch? Ja, also in der Theorie ja, das ist leider im Framework noch nicht implementiert, aber auf dem Papier steht das schon drin. Ja. Was nicht möglich ist, ist natürlich eine Password Recovery, weil das ja de facto dann wieder eigentlich ein Sicherheitsleak ist oder ein Sicherheitslag ist, wo es dann irgendwie die ganze Security irgendwie aushebelt. Wir sind da immer noch im Überlegen, ob man so irgendeine Möglichkeit einbaut, dass das ganz explizit machbar wird, aber ja, also wir lassen es momentan lieber erstmal komplett raus, bevor wir da eine unsichere Lösung einbauen. Wir wollen da also auch keine halbgaren Sachen machen. Also gerade Krypto ist ja einfach ein super sensibles Thema, wo man zu gerne mal irgendwie Fehler machen kann, auch wenn man die auf den ersten Blick nicht sieht.
Deswegen, also auch der Aufruf, je mehr Leute drüber gucken, desto besser halt. Ja? Ist die verschlüsselte Speicherung auf dem Pod optional? Auf dem Pod wird es momentan gar nicht verschlüsselt. Das ist eine reine Transport. Die optionale Entschlüsselung, das wird ja nicht verschlüsselt speichert. Kann ich diese unverschlüsselte Speicherung deaktivieren? Das ist momentan nicht möglich. Wir haben auch da auf dem Papier, habe ich zumindest eine Skizzierung dieses ganzen Vorgangs, dass man das sozusagen optional machen kann. Das wird manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man mehrere. Wenn mehrere Nutzer auf die Daten zugreifen und dann vielleicht jemand sich wieder abmeldet, weil man dann diese ganzen Schlüssel, die sozusagen, also die ganzen verschlüsselten Daten neu verschlüsseln müsste, damit der nicht mehr drankommt. Da sind wir noch ein bisschen am Arbeiten. Das ist was, was wir auf FL gerne einbauen wollen. Das ist aber noch nicht endgültig ausgereift. Ja, aber es ist auf FL angedacht. Ja. Sonst gerade keine Fragen mehr. Ja, ansonsten, wenn später vielleicht irgendwelche Fragen einem noch einfallen oder man sonst irgendwie ein bisschen Info noch haben will, wir sind, haben unten einen kleinen Stand, ganz quasi am Ende der Standreihe im unteren Stockwerk. Insofern einfach mal vorbeikommen und ein bisschen quatschen. Alles klar, dann danke und ja, bis bald.